Hallo und herzlich willkommen zu einem wundertollen weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute, Leute, geht es um ein paar Thunderspacken, mit welchen wir uns im Laufe dieses Videos verbündet haben, wie ihr auch im Titel und auch am Intro erkennen konntet. Und für alle neuen Zuschauer, Thunderspacken, damit bezeichnen wir nicht den eigentlichen YouTuber, sondern die Fanbase von dem, die ihm blind hinterher rennt, einfach egal was er macht und ihn am besten so gut wie möglich adaptiert. Und das soll natürlich auch herabfallend gemeint sein, denn die meisten Leute sind meistens entweder dumm und schlecht und minderjährig. Natürlich, es gibt auch Ausnahmen, aber zwei der drei Sachen treffen eigentlich fast immer zu. Die Story begann damit, dass Physics schon in einer Lobby war und Tim und ich sind dann erst später dazugestoßen. Und Physics meinte schon, bevor wir in die Lobby gekommen sind, yo, hier sind mindestens ein Thunderspacken. Und ja, da sind wir halt in die Lobby gejoint. Ich habe Tim zu mir in den Hangar eingeladen und wir sind dann erstmal Duo Hunter geflogen. Beziehungsweise wollten Duo Hunter fliegen. Und wir haben dann auch gesehen, dass bevor wir gestartet sind, ein weiterer Duo Hunter gestartet ist. Das ist der, den wir vorhin abgeschossen haben. Und wir haben uns sofort zurück in meinen Hangar begeben, denn die sind sofort auf Raider gegangen und da hatte ich und da hatte auch Tim gar keinen Bock drauf. Und deswegen haben wir uns gedacht, jo, wir gehen erstmal in den Hangar zurück und warten ab, bis sie aus ihrem Off-Raider-Gegammel wieder rauskommen. Währenddessen haben wir dann auch bemerkt, der eine Kollege hat sich in die Basis geportet und aus Angst davor, dass wir orbitalt werden, sind wir dann erstmal auf Raider gegangen und dann weiter zum Hangar geflogen. So, wir haben dann aber auch gemerkt, dass der Kollege aus seiner Basis rausgekommen ist. Der wollte uns nicht orbitalen, hat er auch übrigens später in der Party gesagt. Und wollte in die Millibase und sich ein Jet holen. Und wir haben das natürlich sofort unterbunden, woraufhin er sich direkt wieder in die Basis geportet hat und den Trick gleich noch einmal abgezogen hat. Ist das nicht grandios? Nur, wir waren da halt auch schon in der Luft und deswegen hat das nicht ganz so gut für ihn funktioniert. Daraufhin sind wir dann in die Stadt geflogen, denn dort harzt ein anderer noch rum im Jet. Der hat übrigens auch zu den Thunderspacken gehört. So, den haben wir dann auch sofort angegangen, keine Kompromisse gemacht. Physics Hub war auch mit dem Starling direkt hinterher. Und das Glück war auf unserer Seite, er kann nämlich keine Lenkraketen ausweichen, wenn er nach oben fliegt. Und so haben wir dann auch sofort gegeiert. Deren Kollege ist nicht unweit von uns auch im Savage aufgekreuzt und deswegen haben wir uns gedacht, hey, den gehen wir auch mal an. Ich meine, der könnte ja auch eine potenzielle Gefahr sein. Er kann den Raketen von Physics in dem Moment nicht ausweichen und so bekommt Physics auch den Kill. Und ab geht die Post, er ist dann am Boden gespawnt und hat sich nicht instant weggeportet oder hat Geisterorganisation aktiviert und so haben wir ihn dann auch ein paar Mal umgebracht. Wichtig war mir in dem Moment nur, er hatte Explosniper, das wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, dass wir hier sehr viel mit Deckung geflogen sind und auch sehr vorsichtig geflogen sind. Das wollte ich nur mal angemerkt haben, falls ihr euch wundert, warum ich hier so komisch mit Deckung fliege. Warum es auch komisch sein sollte, mit Deckung zu fliegen. Naja, mich wurde mal darauf angesprochen, dass mein Flugstil doch so komisch sei. Nachdem wir gemerkt haben, dass wir den Kollegen hier nicht aus der Ritze rausbekommen, haben wir uns dringlicheren Problemen zugewendet, und zwar einem Off-Raider-Jet. Denn die vom Jobs Enter haben wohl einen Jet gestartet, meinte Physics, und wir wussten nicht, wo der hin ist. Dementsprechend sind wir dann erstmal etwas über die Stadt geflogen und haben dann gewartet, bis wir das Feuer öffnen könnten. Physics war dann wohl noch die ganze Zeit hinter dem Jet und irgendwann hatte dann der Jet auch versucht, uns anzugreifen. Nur mit sehr minderem Erfolg, wie ihr jetzt sehen werdet. So, und kaum hatten wir den einen Jet abgeschossen, beziehungsweise Tim hat ihn abgeschossen, kam auch schon der nächste, ein B-11 an der Millibase. Und ja, wir sind dann auch sofort dahin geflogen, alle drei, also wir beide im Hunter und Physics im Starling. Und haben dann auch mit dem
mehr oder minder kurzen Prozess gemacht. Nachdem wir repariert hatten, haben wir uns dann erstmal den einen Kollegen aus der Basis vorgeknöpft, denn er wollte sich wieder hier irgendwelche Jets holen, war wahrscheinlich zu arm für die Jets und musste sich deswegen die ganze Zeit die Kollegen aus der Basis klauen. Und ja, er war halt keine sonderlich große Herausforderung, er stand mitten im Offenen, aber er hat sich auch sofort wieder weggeportet. Und da haben wir uns dann erstmal gedacht, ja Mann, wir können uns ja mal den Typ mit Explosniper vornehmen, und Explosniper ist schon das richtige Stichwort, denn man konnte hier kaum mit Deckung fliegen. Dementsprechend war es auch ziemlich dumm, ihn so offen anzugehen. Denn nun kam da jetzt auch noch der Jet und wir haben relativ schlechte Karten. Er hat uns dann zum Ausfallen gebracht mit seiner Explosniper. Wir sind dann rausgesprungen und wir haben uns dann beide auch instant weggeportet, sobald wir konnten. Denn wir haben es ihnen einfach gleich gemacht. Wieso sollten wir jetzt noch irgendwie fair spielen, wenn die sich auch die ganze Zeit wegporten? Ja, und dann fing es an, richtig kritisch zu werden. Ihr habt es nämlich schon richtig beobachten können, die waren alle in Jets. Und ja, das ist natürlich relativ kritisch, aber eine kurze Bestandsaufnahme. The Joff war schon gequittet und dafür war der Werte Plexo und auch der Tristan waren jetzt auch neu in der Lobby und haben zu denen gehört. So, auf jeden Fall. Wir haben jetzt also zu dritt gegen 5 Leute in etwa gefightet. Und irgendwann sind die dann auch zu uns gekommen, bei uns in dem Avenger. Und einen habe ich geschafft abzuschießen, immerhin. Und dann ist der Avenger draufgegangen. Was genau passiert ist, ob der Rote uns da abgeschossen hat oder ob wir von Plexo erwischt worden sind, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich dann instant wieder weggeportet. Wie gesagt, mit einem fairen Fight ist halt nicht mehr gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann musste ein neuer Plan her. Und mir ist eine relativ cheesige Methode eingefallen. Denn wir hätten natürlich uns auch alle Jets nehmen können. Aber das ist relativ kritisch. Wenn man unterzählig gegen mehrere Laser kämpfen muss, auch wenn man alle in wendigeren Jets sitzt, sobald man mehr als 3 Leute in einem Luftkampf hat, wird das extrem chaotisch. Das solltet ihr aber, denke ich mal, aber auch wissen. Wenn sobald 4, 5, 6, 8 Leute in einem Luftkampf darum sind, dann ist erstmal das Risiko deutlich höher, dass man Mates abschießt. Zweitens, selbst wenn alle auf einer Seite sind und quasi besser sind und was weiß ich, wendigere Jets haben, es ist trotzdem nicht unwahrscheinlich, dass man mal die Schussbahn eines Lasers kreuzt, wenn man, was weiß ich, 4 gegnerische Laser im Team hat. Es ist nicht unwahrscheinlich, wenn dann alle auf engstem Raum kämpfen. Und so gesehen ist das dann auch relativ gefährlich, dann da in den Luftkampf zu gehen. Ich habe mir dann eine relativ cheesige Methode überlegt, aber wie gesagt, mit Fairspielen war ja nicht mehr. Ich war passiv im Bussard, habe ich meine Basis verlassen, bin erstmal durch die Gegend geeiert und bin dann auf Radar gegangen und habe mich dann irgendwann von Physics in sein CO einladen lassen, der dann auch noch auf Radar gegangen ist, sodass ich dann in Ruhe die Zeit hatte, alle zu explosnipen um mich rum. Und so konnten wir dann so schnell wie möglich alle möglichen Leute beseitigen, die gefährlich waren. Nur einen habe ich nicht abschießen können und das war Plexo. Aber da Physics bei sich im Hangar war, war das auch kein so großes Problem. So gesehen kam Physics dann auch sofort mit dem Starling zur Hilfe und das hatte sich dann auch gegessen. Zwischenzeitlich hatte ich mir dann auch einen Starling bestellt und ja, ab dem Zeitpunkt, wo Plexo dann aus seinem Jet rausgegangen ist und sich weggeportet hat, haben wir dann auch wieder die absolute Luftüberlegenheit. Und ja, daran hat sich dann auch nichts mehr geändert. Irgendwann haben uns dann die Kollegen in eine Party eingeladen und haben uns dann erstmal unterhalten. Physics kam erst relativ etwas später. Er war sehr misstrauisch dem gegenüber und hat sich zudem von einem anderen aus der Lobby zu einem 1 gegen 1 herausfordern lassen. Und natürlich, Physics, so almighty wie er ist, hat ihn natürlich abgezogen. Beziehungsweise Physics meinte in der Party halt die ganze Zeit, er wäre relativ schlecht und könne nichts. Und dementsprechend wäre es für ihn dann auch leicht gewesen, ihn, naja, fertig zu machen. Und ja, wir haben das dann, oder zumindest ich habe das dann so verstanden, dass die Kollegen hier sich resigniert haben und sich nicht mehr mit uns beefen wollten.
Naja, es wäre wahrscheinlich auch relativ umständlich jetzt nochmal gewesen, zwei Starlings und eine B11 aus dem Himmel zu holen. Vor allem, wenn man halt nur B11 und Laser fliegt und Savage. Das wäre, denke ich mal, relativ schwierig gewesen. So, und dann haben wir uns auf jeden Fall in der Party ein bisschen unterhalten und haben dann natürlich auch den Frieden geschlossen. Wir haben dann auch ganz gemütlich weiter gezockt. Ich will das jetzt hier nicht schlecht reden. Wir haben uns auch auf Anhieb gut verstanden, würde ich behaupten. Und ich hoffe, dass ihr dann auch eine gewisse Moral aus diesem Video zieht, ne? Wahrscheinlich seid ihr jetzt hier mit der Intention in dieses Video reingegangen, dass ich hier wieder alle möglichen Thunderlord-Fans oder Thunderlord-Wannabes oder wie auch immer schlecht rede und sage, dass das die größten Hurensöhne sind und was weiß ich denn. Nein, das muss nicht immer so sein. Denn, ja, wir haben uns ja auch hier gut verstanden. Und bitte seid nicht so toxisch in GTA. Wir waren auch die ganze Zeit nicht toxisch. Die waren ganz entspannt, auch wenn sie uns dann erzählt haben, dass sie dachten, wir wären üble, toxische Leute, dass wir hier nur am Rumbeefen wären und so weiter und so fort. Aber nein, bitte zeigt geistige Reife, wenn ihr mit irgendwelchen Leuten spielt oder wenn ihr GTA spielt oder wenn ihr überhaupt irgendwas spielt. Und seid vernünftig, ne? Man kann mit jedem Kollegen Frieden schließen. Man kann auch mit den meisten Menschen vernünftig reden und bewahrt die Ruhe. Nicht jeder Mensch ist schlecht. Und auch Thunderlord-Wannabes, mit denen kann man auch Frieden schließen. Und somit hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Bewertet es ruhig, kommentiert es ruhig, teilt es ruhig. Und alle in diesem Video dargestellten Personen sollen sich bitte gegrüßt fühlen. Tim und Physik sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.